Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Rettkraft 5. In der letzten Folge haben wir ja schon einiges von Entities gelootet. Aber wir wollten mehr Schalker, beziehungsweise ich, und dachte mir, ich baue aus Spaß mal eine Schalker-Farm. So, das ganze Ding sieht... Ich kann mich gerade nicht drehen, so. Das ganze Teil sieht so aus. Mit Gerüsten und Slabs. Dann tun die sich teleportieren, weil sie Schaden bekommen, gehen wieder auf, haben nicht genug Platz und teleportieren sich wieder, bis sie dann da oben in Lava landen und dadurch, dass es so viele sind, sterben. Ja, das leiten wir hier runter. Ich weiß nicht, ob es wirklich nötig gewesen wäre. Ich wollte es aber einfach mal ausprobieren. Viele Schalker-Farmen sind kompliziert, aber wenn Schalker in die Overworld muss. Ich habe aber die gefunden, die werde ich euch natürlich verlinken. Ich war jetzt ein paar Stunden AFK und wir haben natürlich schon hier einiges an Zeug. Sehr viel. Ich glaube, nicht mal das werden wir jemals brauchen. Aber ich will einfach aus Spaß so viele Schalker-Shells farmen, dass ich dann einfach sagen kann, ich habe eine Schalker voller Schalker. Oh. Eigentlich wollte ich euch zeigen, wie ich das Ding baue mit Replay Mod und so weiter. Ging leider nicht, weil ich es zu einer Uhrzeit gemacht habe, wo ich nicht aufnehmen konnte und immer nur Bruchstücke dann wieder unterbrochen. Ja. Außerdem, was mir gerade noch einfällt, dass ich euch zeigen kann, was ich schon davor gemacht habe. Ich habe mal ab das Lagersystem an der Raid Farm umgebaut. Das habe ich euch gleich noch nicht gezeigt. Das ist das normale Lagersystem. Eigentlich wird es hier noch weitergehen. Und dann hier nur noch vier Überschusskisten. Ich habe hier noch zusätzlich einen Tränkesortiermechanismus eingebaut. Hier werden halt Tränke raussortiert, indem sie in den Braustand gelegt werden. Klappt gut, auch mit dieser mit Trichtergeschwindigkeit. Und dann habe ich hier 6 Überschusskisten hin und hier noch einen kleinen Mechanismus, also eine Glock an den Spender, dass überschüssige Items darunter fallen und nicht da vorne liegen bleiben, wenn das alles voll ist oder das Lagersystem kaputt geht, wenn es überläuft. So, ich sollte mir jetzt wieder Rüstung anziehen. Wir schlafen mal noch. Wenn die uns lassen, diese Phantome. So. Das war's auch jetzt schon wieder mit dieser kurzen Folge. Ich habe euch die Schalker-Farm gezeigt, das Update, das Lager der Raid-Farm. Ja, mehr kann ich aktuell nicht sagen. Ja, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.